Herzlich willkommen bei Ballas Capital. Wir sprechen heute darüber, welche Rolle Geld bei der Partnersuche spielt. Und ich freue mich sehr, dass wir den Dating-Experten Stefan Haslehner bei uns zu Gast haben. Servus, Stefan. Servus, Florian. Freue mich, dabei zu sein. Freue mich, dass du da bist. Die Partneragentur Parship hat gerade eine Umfrage in Auftrag gegeben und hat Frauen befragt, wie wichtig für sie Geld bei der Partnersuche ist. Und Spannend. sage und schreibe, 75% der Frauen haben gesagt, dass Geld ihnen sehr wichtig ist. Nur 25% haben gesagt, Geld spielt keine Rolle. Das ist für mich ein bisschen so im Gegensatz zur allgemeinen gesellschaftlichen Meinung, wo wir den Menschen immer erklären, dass Geld nicht wichtig ist. Wie siehst du das? Ja, richtig, interessant. Also es ist tatsächlich in der Gesellschaft fast schon verpönt zu sagen, dass Geld irgendwie wichtig ist bei der Partnersuche. Aber es ist ganz klar so, das kommt ja auch aus der Evolution irgendwo. Also die Frau möchte sich einfach sicher fühlen und möchte einfach wissen, wenn sie einen Partner findet, dass der auch für sie sorgen kann und auch für die Familie sorgen kann. Dabei ist es relativ egal jetzt, wie groß die Nummer auf dem Kontostand ist. Es geht tatsächlich eher so um das Gefühl, dass die Frau merkt, hey, der Mann, der kann für mich sorgen, der Mann, der kann auch für eine Familie theoretisch sorgen und es gibt so dieses Gefühl von Sicherheit. Die Studie geht dann auch noch ein bisschen in die Tiefe. Da wird dann auch noch gefragt, eben nach der Gehaltshöhe oder nach der Vermögenshöhe. Also Vermögen wurde da nicht angegeben, aber Gehalt. Und siehe da, da ist gestanden, so ab 5.000 Euro monatliches Gehalt wird der Mann dann richtig attraktiv. Ja? Also kann man das irgendwie kommentieren? Ja, das ist sehr spannend. Also ich bin bei solchen Umfragen generell immer vorsichtig. Klar, es stimmt schon, Geld und je mehr Geld, das man hat, desto mehr macht es natürlich einen Mann schon attraktiv. Gleiches mit Sixpack oder sportlich sein oder solchen Sachen. Wenn man die Frauen nach solchen Dingen fragt, es ist schon so, dass sie sagen, klar, ich hätte lieber einen reichen Mann als einen armen. Ich hätte lieber einen mit Sixpack als mit Bierbauch. In der Realität ist es dann meistens so, dass es schon nicht um so einzelne Faktoren geht, sondern halt ums Gesamtpaket und wie man sich dann präsentiert als Mann sozusagen. Was aus meiner Sicht auf alle Fälle wichtig ist, dass ein zukünftiger potenzieller Partner mal gepflegt ist, also gepflegtes Äußeres. Ja? Siehst du das auch so an erster Stelle, mal dieser erste Eindruck, wie man sich so gibt und dass man gepflegt ist? Richtig, also Ja? das sind mal so die Basics. Und das ist tatsächlich ein Faktor, der auch irgendwo mit dem Thema Geld zusammenhängt. Weil Menschen, die viel Geld verdienen oder Männer, die viel Geld verdienen, schaffen es meistens auch, sich dementsprechend zu präsentieren. Also in irgendeiner Art und Weise auch gepflegt zu sein oder gute Ausdrucksweise zu haben. Also das Geld ist oftmals so die Sache, was kommt mit dem Geld mit oder was kommt mit dem Menschen mit, der das hat. Und gepflegt sein ist da auf jeden Fall dabei. Ja, also das ist basic. Wenn man ungepflegt ist, dann braucht man es gar nicht probieren mit der Partnersuche. Also das ist ja das, was die Frau dann anscheinend sieht, also ein gepflegtes Äußeres. Da hat die Frau dann auch noch so Sensoren, dass sie herausfindet, ob der jetzt wirklich erfolgreich ist, ob der ein Macher ist, ob der Verantwortung übernehmen kann. Was sind so die Themen, wo die Frau dann im Unterbewusstsein achtet drauf? Also einer Frau ist es sehr wichtig, dass der Mann zum Beispiel einfach ein Ziel hat, eine Mission hat. Ja, und wenn sie merkt, dass der Mann einfach, er hat eine Vision, er arbeitet dran und wenn die Vision ist viel Geld verdienen, ja, und er arbeitet einfach zielstrebig dran, dann ist das genau das, was sehr ansprechend ist für die Frau. Interessanterweise, was ich festgestellt habe, klar, es ist sehr attraktiv, wenn der Mann viel Geld hat. Es ist allerdings auch attraktiv, wenn der Mann auf dem Weg zu viel Geld ist. Ja, das ist auch schon sehr ansprechend, weil die Frau merkt es einfach an der Zielstrebigkeit, an der Attitude vom Mann. Und das ist das, was die Frau dann ansprechend findet. Das heißt, dass der in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen für sich, für sein Richtig. Umfeld, für sein eigenes Leben, auch dann in der Regel für die Frau, Genau. ja? Dass der vielleicht schon eine kleine Firma hat, selbstständig ist, oder sind das so Themen? Guter Richtig. Verkäufer, Ja, ja? genau richtig. Auch so dieses Gentleman-Sein zum Beispiel. Ja. Ja, mal die Tür aufhalten, Sessel zurückziehen, reinhelfen, raushelfen aus der Jacke. Das sind auch so Details, wo die Frau dann einfach merkt, okay, das ist ein Mann mit Klasse, ein Mann mit Stil. Und das findet sie natürlich auch sehr attraktiv. Das ist aber eigentlich ganz aus der Mode gekommen, oder? Ich kenne das Ist noch, so, also ja? für mich ist die Frau dann wertvoll und ich halte die Türe auf, aber Ja. so die jüngeren Kollegen machen das eigentlich nicht mehr so. Ja, ist absolut verloren gegangen. Ja, was ja auch damit zusammenhängt, dass generell so Mann-Frau, es vermischt sich gerade so einfach ein bisschen. Also die Frauen kommen immer mehr in eine männliche Rolle, die Männer ein bisschen mehr in eine weibliche Rolle und so ist nicht mehr so klar definiert, was ist was. Ich habe allerdings festgestellt, die besten
Beziehungen und die stabilsten und schönsten sind einfach die, wo es doch noch recht traditionell zugeht. Und wenn man als Mann dann das vorlebt, eben mit so Gentleman-Sachen, dann kommt die Frau auch automatisch mehr in diese Weiblichkeit wieder hinein. Und das ist sehr gut für eine funktionierende Beziehung. Jetzt haben wir schon gesprochen, die Frau trifft einen Gentleman, der ist gepflegt, der schaut gut aus, der weiß, was er will, der hat sich schon ein bisschen was aufgebaut und dann plötzlich kommt 50-50. Ja, wie passt das zusammen? Ja, genau, das passt eben nicht zusammen. Ja, das ist eben genau das. Also es kommt halt immer darauf an, was einem selber wichtig ist. Ja, wenn man einfach 50-50 mag, dann soll man das auch von Anfang an kommunizieren und sich auch so verhalten. Zwischenfrage, lasst ein Gentleman überhaupt 50-50 zu? Passt das überhaupt ins Konzept eines Gentlemans? Nein. Also das passt nicht ins Konzept eines Gentlemans grundsätzlich. Ja. Wie gesagt, ich habe eine sehr gute Erfahrung mit traditionellen Verhältnissen und das ist mir persönlich auch wichtig. Deswegen bin ich auch derjenige, der die Frau einlädt, ja, der die Rechnung übernimmt. Ich freue mich natürlich schon auch, wenn die Frau auch mal was zurückgibt. Meistens ist es aber dann so ein Exchange, ja, beispielsweise ich lade meine Freundin ein und sie gibt sich dann super Mühe, zum Beispiel ja, die Wohnung wieder schön zu gestalten oder sowas. Also es gibt eh immer irgendeinen Ausgleich und das muss jetzt nicht immer in Form von wir zahlen genau 50-50 sein. Die gesellschaftliche Meinung ist ja auch, dass diese sozusagen Geldgier hauptsächlich bei den Frauen vorhanden ist, diese sogenannten Golddigger sind. Ja, ja. Die Studie aber in Österreich hat etwas anderes belegt, dass auch die klassische normale Frau sozusagen findet, dass Geld wichtig ist. Ja. Warum wird das eigentlich immer durch so diesen Golddiggern zugeschrieben, dieses Thema? Naja, es kommt halt schon, es gibt schon, wenn der Frau nur das wichtig ist, dann wäre sie ein Golddigger. Ja, wenn sie sagt, okay, gut, ich hätte gerne einen Mann, der Geld verdient, aber auch gleichzeitig mich respektvoll behandelt, charismatisch ist, einen gewissen Charakter hat, dann ist es kein Golddigger. Und davon hängt so ein bisschen ab. Das hängt allerdings auch meistens von den Männern ab. Also ich habe beobachtet, wenn ein Mann das Gefühl hat, ich habe nichts anderes zu bieten einer Frau als mein Geld und sie von Anfang an nur einlädt, nur Geschenke macht, nur auf das ist, ja, er zieht sie fast dazu, dass sie ein Golddigger ist. Ja, wenn er jetzt aber von Anfang an klar macht, hey, ich habe Geld, aber du musst es dir auch irgendwo verdienen, du musst mir auch zeigen, dass du es als Frau wert bist, dass ich das für dich ausgebe. Gleichzeitig bringe ich auch noch andere Qualitäten mit. Ja, dann ist es auch so, dass man der Frau zeigt, okay, es gibt andere Qualitäten und sie wird weniger wahrscheinlich dann ein Golddigger auch sein. Das ist eigentlich ein hochkomplexes Thema, so wie du das jetzt beschrieben hast. Ja. Was macht jetzt ein Mann, der kein Gentleman ist? Ja, nehmen wir dieses Beispiel, der viel Geld hat, ja, irgendwie sozusagen gearbeitet hat oder auch geerbt hat von mir aus, ja, und der nicht weiß, wie er mit einer Frau umgehen soll. Kann der sich bei dir Rat holen? Absolut, ja. Genau dafür bin ich da. Da kann man mich finden auf meiner Homepage. Stefan, das werden wir unten verlinken. Ja. Super, ja, genau. Der kann sich bei mir Rat holen. Ja, genau. Also ich analysiere einfach immer die Situation. Ich schaue dann einfach mal, okay, was sind gerade die Herausforderungen? Was will man erreichen? Und gebe dann einen Schritt-für-Schritt-Plan kostenlos mit, wie man dann zur glücklichen Beziehung kommt. Ich habe das am eigenen Leibe ja erlebt. Ich habe tendenziell eher jüngere Frauen. Ne? Ja. Und dann hat man oft dieses Vorteil, dass dann die Leute sagen, der Florian hat sich ja das nur erkauft. Ohne Geld hätte er diese Frau nie. Ne? Ja, ja. Aber ich weiß ganz genau, dass auch jüngere Frauen das schätzen, wenn du ein Gentleman bist, ein bisschen mehr Erfahrung hast und dass du einfach fest im Leben stehst. Ne? Das gibt Frauen, die das einfach schätzen und wertschätzen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass also Alter an sich jetzt keine große Rolle spielt, weil es hängt davon ab, wie reif eine Persönlichkeit ist. Richtig. Ja? Wie siehst du das? Absolut, ja. Also meine Erfahrung ist, man soll halt immer dem Alter entsprechen. Also ich sag mal so, wenn man ein Mann zwischen 20 und 30 ist, dann ist es relativ egal, wie viel Geld man hat, weil es einfach in der Lebensphase passt. Da geht es darum, sich auszuprobieren, vielleicht mal die Welt zu bereisen, mal irgendwie grob sich selbst kennenlernen. In dieser Phase ist es auch absolut in Ordnung, ja. Und auch ansprechend für Frauen, auch wenn man weniger Geld hat. Wenn man jetzt zum Beispiel dann zwischen 30 und 40 ist, ja, dann sollte man schon dem Alter entsprechend auch schon merken, hey, ja, das ist ein Mann, der entwickelt sich in eine gewisse Richtung. Der hat Pläne, der hat Ziele, der weiß, was er will im Leben und der fängt zumindest schon an, sich was aufzubauen. Der muss doch gar nicht da sein, aber dem Alter entsprechend zumindest mal auf dem Weg. Ja, und ich sage mal so 40 plus, da sollte man dann schon, sage ich jetzt mal, irgendwas aufgebaut haben. Ja, ob das jetzt eigene Projekte sind, ob das jetzt irgendwie ein Buch ist, ob das jetzt, das können auch Vereine sein, was auch immer, oder eben Geld oder eine Firma, was auch immer. Man soll sich halt immer in dem Alter entsprechend da bewegen und dann ist man dementsprechend auch attraktiv für Frauen und natürlich auch für jüngere Frauen. Ja, ein über 40-Jähriger, der sich verhält wie ein Mitte 20-Jähriger, wird nicht attraktiv sein
Umgekehrt ein Mitte-20-Jähriger, der sich fällt, wenn ein Mitte-40-Jähriger auch wieder nicht. In sehr vielen Beziehungs-, sozusagen Expertengesprächen kommt immer dieses Thema mit der Steinzeit. Ne? Die Frau war zu Hause, hat sich ums Kind gekümmert sozusagen und um die Kinder. Ja? Und der Mann musste jagen gehen, das heißt, er war der Versorger. Er hat sichergestellt, dass alles passt und das Essen da war und dass das Umfeld gepasst hat. Ja? Kann man dieses Bild, ja, dass der Mann sozusagen der Beschützer ist, der Versorger, auf die heutige Zeit noch übertragen und kommt vielleicht dieser Wunsch nach Sicherheit respektive Geld der Frau aus diesem Bild oder kann man das nicht vergleichen? Das kommt auf jeden Fall von dem, ja. Und wenn man jetzt jemand ist, der diese traditionellen Werte leben möchte, dann macht es auch Sinn, dass man in der Lage ist, der Versorger zu sein. Ja, das hängt halt mit den eigenen Werten einfach zusammen. Es gibt auch Männer, die müssen das nicht und da passt es, wenn beide einfach viel verdienen. Deswegen, man muss einfach wirklich sich selbst und seine Werte kennen und eben auch wissen, welche Werte bringt dann die Partnerin mit und dass das einfach matcht. Grundsätzlich kommt das auf jeden Fall aus dieser Zeit. Deswegen fühlen sich Frauen auch natürlicherweise, auch wenn sie es nicht immer zugeben, hingezogen zu Männern, wo sie merken, okay, das könnte jetzt mein Versorger sein. Klingt ein bisschen so negativ, aber ist eigentlich evolutionstechnisch, wenn die Frau dann schwanger ist, braucht sie ja Schutz und braucht auch ein bisschen einen Versorger und auch eine Ruhe. Genau. Das sind jetzt Frauen, die sozusagen so vorspielen gesellschaftlich, ich mache das ganz alleine, ich bin von niemandem abhängig, ich mache alles sozusagen selbst, ich brauche keinen Mann, ich brauche keinen Versorger. Spielen die das vor, ist das wirklich alles ernst oder haben die nur keinen Versorger getroffen? Also es gibt so schon sicher die Frauen, die das auch ernst meinen, sage ich jetzt mal. Meine Erfahrung ist, dass oftmals das, was man sagt und worauf man dann instinktiv anspringt, halt zwei verschiedene Sachen sind. Bei uns Männern ganz genauso. Ja, viele Männer sagen, okay, ich will keine Frau mit Make-up. Und dann aber, wenn eine schöne, geschminkte Frau vor ihnen steht, springen sie trotzdem drauf an. Genauso ist es halt. Also man muss halt schon wirklich unterscheiden zwischen dem, was denke ich mir jetzt, was ich attraktiv finde und auf was springe ich dann wirklich instinktiv an. Was sagst du zu dem Bild, dieser alte Mann mit Bauch und viel Geld, der immer mit den jungen Frauen unterwegs ist? Welche Aussagen kommen dir da in den Kopf? Ja, gibt's sicherlich. Also, ich sag mal so, jeder sucht sich die Beziehungen in seinem Leben, die er haben will. Und wenn jetzt ein älterer Herr einfach mit seinem Geld da viele junge Frauen um sich scharen möchte, okay, gut, dann soll er das machen. Soll sich dann aber auch nicht wundern, wenn dann einer daherkommt mit ein bisschen mehr Geld und dann sind sie wieder weg. Ja, das ist interessant. Ja. Was sagst du zu älteren Frauen, die sich sozusagen junge Boys und junge sozusagen Beziehungen in Männern suchen? Ja, auch ein sehr interessantes Phänomen. Also gibt's ja auch immer wieder mal so diese Sugar Mamas, wo man dann auch so sieht, okay, sie ist anscheinend ein bisschen älter, wohlhabender und rennt mit einem jüngeren Mann herum. Ja, gibt's natürlich auch. Im Regelfall sind das halt auch eher so Transaktionsbeziehungen, sage ich da jetzt. Es muss halt immer jeder wissen, was er will, ja, solange man sich dessen bewusst ist. Ich persönlich bin einfach ein Fan von ehrlichen und authentischen Beziehungen, wo auch Gefühle, wo auch Liebe im Spiel ist, wo man durch dick und dünn gehen kann, wo man auch weiß, okay, auch wenn das Geld mal klapper wird, ist sie nicht sofort weg, sondern sie steht mit einem die harte Zeit durch. Wie weiß man das als Mann, dass die Frau dann auch in schweren Zeiten bei dir bleibt, wenn die Firma mal pleite geht zum Beispiel? Gibt es da irgendwelche Indikationen, dass man das erkennen kann? Ja, also am Anfang empfiehlt sich's man nicht auch so schon zu zeigen, also wenn man Geld hat, dass man das schon zeigt, aber dass man nicht sofort sie unnötig viel jetzt einlädt oder zu viele Geschenke macht oder sowas. Das bedeutet, dass man ihr zeigt, hey, es ist da, aber das heißt jetzt nicht, dass ich dir alles sofort in den Rachen stecke. Ja, das kann man von Anfang an sozusagen schon ganz gut kalkulieren. Dann weiß man auch, okay, gut, wenn sie auch so mit einem Zeit verbringt, ohne dass man jetzt Geld für sie, die Frau, ausgibt, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen zum Beispiel. Oder eine andere Geschichte wäre jetzt währenddessen, ja, wenn man einfach man hat immer so eine Kennenlernphase, ich sage mal so halbes Jahr, ja, sollte man sowieso das Ganze mal beobachten mit einem wachsamen Auge und man merkt es dann eh, wenn man irgendwo im Urlaub ist, bei irgendwelchen Krisensituationen, ja, es ist so ein Klassiker, es gibt immer Streit im Urlaub und man sieht dann einfach, wie reagiert die Frau in einer Krisensituation. Zuckt sie sofort aus, macht sie einen auf Prinzessin oder ist sie sehr verständnisvoll und sehr supportive? An diesen kleinen Sachen weiß man dann auch, okay, wenn es später mal geschäftsmäßig, geldmäßig zu einer Krise kommen sollte, ja, wie wird sie dann reagieren? Wird sie dann auch eher Drama machen und dann zum nächsten gehen, der halt gerade kein Geldproblem hat? Oder wird sie eher beistehen
und unterstützen und man geht gemeinsam wirklich durch dick und durch dünn. Das war jetzt super beschrieben aus Sicht des Mannes. Ja? Yes. Gehen wir vielleicht jetzt einmal in die Rolle der Frau. Gerne. Was muss eine Frau beachten, wenn sie sagt, sie hätte schon gerne einen Mann, der ein bisschen erfolgreich ist und der auch in der Lage wäre, wie du das so schön formuliert hast, sich um die Familie zu kümmern, also so ein kleiner Versorger. Mhm. Ja? Worauf muss die achten, wenn sie Männer trifft? Gibt es da Indizien? Du meinst jetzt, wenn die Frau Männer trifft, die Versorger sind oder wenn sie selber... Die Nein, wenn die Frau einen Mann haben möchte, der eigentlich ein Versorger ist. Ne? Mhm, okay, ja. Was gibt es da für Anzeichen? Grundsätzlich, was es für Anzeichen gibt. Ja, grundsätzlich diese Gentleman-Sache. Also es macht schon mal Sinn, sich dann in Gegenden aufzuhalten. Ja, zum Beispiel schickeren Bars, schickeren Restaurants, wo man solche Männer eher antrifft, sage ich jetzt mal. Mhm. Vielleicht großzügig, dass die gleich einladen zum Beispiel, oder ist das ein Indiz oder eher nicht? Das wäre so ein, dass der Mann zahlt. Genau, ja. Dass der Mann zahlt, wäre so ein Indiz, genau. Und auch wie er sie behandelt, also eben dieses Gentleman-mäßige, das ist meistens ein gutes Zeichen. Auch so höflich zuvorkommend. Genau, ja. Höflich zuvorkommend. Auch so kleine Details wie eben Uhr, Schuhe, ja, auf sowas zu achten, ist auch immer ein gutes Indiz. Dass es der Mann gepflegt ist auf alle Fälle, das haben wir eh schon zu Beginn gesprochen. Genau, ja. Ja. Richtig. Gibt es noch etwas, was du einer Frau raten würdest, worauf sie dann schauen sollte? Ich finde, eine Frau sollte darauf schauen, dass der Mann dann nicht nur eben sein Geld präsentiert und sie damit so beeindrucken möchte. Eine stabile, gesunde Beziehung ist meistens möglich, wenn der Mann auch zeigt, er hat auch andere Sachen zu bieten, zusätzlich zum Geld. Hobbys zum Beispiel oder worauf würdest du da achten? Hobbys, solider Freundeskreis, auch ein Freundeskreis, wo man merkt, man supportet sich gegenseitig und es ist nicht nur ein Wir-haben-Geld-Freundeskreis. Also in welchen Kreisen ist er unterwegs zum Beispiel? Genau, welche Kreise ist er unterwegs? Auch, was kann er erzählen über sein Leben? Das ist oftmals so ein Problem mit Businessmenschen, dass die nur über Geld und Business reden können, sondern was erlebt er? Ja? Hat er was erzählen über Reisen zum Beispiel, über irgendwelche spannenden Abenteuer, die er erlebt hat oder was passiert sonst so alles in seinem Leben? Das sind gute Indikatoren, dass er auch fähig ist, dann eine gute Beziehung zu führen. Es gibt ja den Spruch, Geld verdirbt den Charakter. Ich sage, Geld verdirbt nicht den Charakter, es offenbart ihn. Richtig, es verstärkt das. Das verstärkt das Ganze. Ne? Daher kommen ja auch sehr, sehr viele Scheidungsdramen, dass dann Leute sozusagen mit dem Geld dann anscheinend auch nicht umgehen können und da Dramen entstehen. Mhm. Was kann man in solchen Situationen machen? In Österreich gibt es ja 60% Scheidungsrate. Das heißt, das Konzept Beziehung und Familie und Ehe funktioniert nicht ganz so gut. Ja? Wenn man es jetzt statistisch betrachtet, was sagst du Leuten oder Paaren, die zusammengekommen sind, sie waren noch nicht so erfolgreich, er hat eine große Firma aufgebaut und plötzlich ist zu viel Geld da und beide können damit nicht mehr umgehen? Mhm, ja, habe ich auch Dutzende Leute bei mir im Mentoring sitzen, die genau aus so einer Trennungssituation kommen und dann sehr verzweifelt sind und da wirklich sehr zu leiden haben. Grundsätzlich, ich habe jetzt nichts auszusetzen an dem Konzept der Ehe. Ich finde es grundsätzlich schön, sich ein Ja-Wort zu geben, für den Rest des Lebens durch dick und dünn zu gehen. Man soll sich allerdings, wenn man schon weiß, man hat gewisse finanzielle Pläne, natürlich immer schon mit einem Ehevertrag einfach absichern. Das ist schon eine sichere Sache. Das Wichtigste ist allerdings die richtige Partnerwahl. Ja, viele gehen einfach mit der falschen Frau, mit der falschen Person in die Ehe. Man sieht diese Anzeichen schon vorher. Ich kenne es auch von meinen Ex-Beziehungen. Du siehst vorher an der Frau schon, wie geht sie mit Feinden um. Ja, ist sie eine, die sehr skrupellos drüber fährt oder ist sie jetzt eher eine, die auch ihren Feinden gegenüber irgendwo Mitgefühl und Verständnis zeigt? Daran sieht man dann auch, wie würde sie sich später, wenn man selbst zum Feind wird, im Falle einer Scheidung verhalten. Was gibt es noch für Anzeichen? Das ist ein sehr spannendes Thema übrigens, was vielleicht Mann und Frau helfen kann. Absolut. Gilt wahrscheinlich für den Mann auch. Also wenn der Mann dann so aggressiv wird, oder, kann die Frau auch dann das beobachten, oder? Genau, ja, ja. Und das sieht man immer ganz genau. Man ist halt dann immer selber nicht in der Situation und denkt vielleicht nicht so dran, aber man sieht eben ganz genau. Okay, gerade mit der rosaroten Brille sieht man das gar nicht, dieses Verhalten in der Regel, die ersten 6 Monate. Ja, und da muss man schon auch ehrlich sein, weil man will auch gewisse Dinge nicht sehen. Also wie geht man mit Feinden um? Super Punkt, ja. Was könnte man noch beobachten? Generell das Mitgefühl. Also ich finde es immer ein sehr gutes Zeichen. Ja, wenn eine Frau zum Beispiel sehr tierlieb ist oder sehr kinderlieb ist, das sind so kleine Anzeichen, wo man dann merkt, wow, erstens mal mir als Mann geht einfach das Herz auf, wenn ich solche schönen femininen Sachen bei der Frau sehe. Und zweitens sieht man dann auch generell, okay, mit wie viel Liebe, Mitgefühl geht diese Frau generell so durchs Leben.
Und, das gilt für den Mann auch, oder? Gilt für den Mann, ja. Gilt für den Mann auch, ja. Vielleicht hat er schon ein Kind, ne? Weil der Gentleman ist vielleicht sogar ein bisschen älter, hat ein Kind aus der ersten Beziehung, dann könnte er sie beobachten, wie er mit dem Kind umgeht, oder? Zum Beispiel, ja. Oder auf auch Haustiere oder Tiere von anderen oder auch wie man drüber spricht. So beispielsweise, es gibt so ein bisschen so Kinderhasser ja auch heutzutage, die sind sehr schlecht drüber, und Kinder und die sind so nervig und so. Bei dem Restaurant, so das Kind schreit so laut an dem Flugzeug, die sich ständig drüber aufregen. Ne? Ja, genau. Ein sehr schönes Anzeichen ist zum Beispiel, wenn auch da die Frau Verständnis hat oder der Mann Verständnis hat, ja, weil man einfach weiß, das ist ein kleines Kind und das ist die Zukunft der Gesellschaft, da sollte man doch ein bisschen Verständnis einfach dem entgegensetzen. Zwei ganz, ganz super Punkte, so einen tollen Wert gestiftet. Fällt da noch ein dritter ein? Fällt mir noch ein dritter ein. Ich würde vielleicht sagen, Verlässlichkeit. Ja, Verlässlichkeit ist auch ein guter Punkt. Grundsätzlich ist das Feminine weniger verlässlich als das Maskuline. Also Verlässlichkeit und ans Wort halten ist eher eine maskuline Fähigkeit jetzt als eine feminine Eigenschaft. Nur trotzdem kann man darauf achten, wie verlässlich ist die Frau bei gewissen Dingen, wenn es heißt, hey, kannst du dich um XYZ kümmern, oder ist sie eine, die einfach unangenehmen Gefühlen aus dem Weg geht, Dinge vielleicht aufschiebt, sich eher nicht so drum kümmert, beispielsweise, so unangenehme Sachen wie irgendwelche Rechnungen zahlen oder einfach so Dinge, die man nicht so gerne macht. Ja, ist sie jemand, der auch fähig ist, sich um unangenehme Dinge zu kümmern, oder schiebt sie das eher weg und die Sachen bleiben so im Hinterkopf? Also das ist auch so eine Verhaltensweise, wo man dann weiß, später sollte es mal zu einer Scheidung kommen, das ist ja auch etwas Unangenehmes, geht man das trotz dieser Unangenehmigkeit mit einer gewissen Verantwortlichkeit an, oder sagt man da eben, schiebt man das irgendwie weg und will das irgendwie verdrängen? Würdest du auch sozusagen Paare beraten, die gerade zusammengekommen sind, wenn dann der Mann sagt oder die Frau, du könntest was Längeres werden, macht das Sinn? Oder bist du schon ganz zu Beginn dabei, also wenn es noch keine Partner Wahl gegeben hat? Ja, also hauptsächlich begleite ich ihn beim Weg, die Partnerin zu finden, und dann begleite ich auch noch ganz oft rein in die Beziehung. Ja, oder es kommen auch ab und zu Leute zu mir, die sind schon in einer Beziehung, die wollen es irgendwie nochmal retten. Zum Beispiel gibt es ganz klassisch einfach viele Stolpersteine wie Konfliktmanagement und so weiter. Genau, also hauptsächlich am Weg in die Beziehung, aber ganz oft macht es einfach Sinn und stiftet sehr viel Mehrwert noch für die Qualität der Beziehung, da noch mit reinzugehen. Anscheinend lernen sich jetzt sehr viele Menschen online kennen, auf diversen Plattformen. Ist das sinnvoll? Stimmt das wirklich? Oder wird man da bar eben auch noch immer angesprochen? Ja, das stimmt. Also Online-Dating ist gekommen, um zu bleiben. Ich habe mich selbst sehr lange mit Händen und Füßen gegen gewehrt, weil ich ein großer Freund bin vom persönlichen Kennenlernen. Allerdings, es ist einfach irgendwo die Zukunft. Das bedeutet, man kann es für sich nutzen. Für den Mann ist es allerdings sehr tricky. Also man muss schon genau wissen, was man macht, wie man das Profil aufbaut, welche Fotos da drinnen sind. Wenn man das richtig anstellt, dann hat es gerade als vielbeschäftigter Unternehmer zum Beispiel sehr viele Vorteile, weil man sehr zeiteffizient viele Frauen kennenlernen kann. Es ist letzten Endes eine Frage der Persönlichkeit, aber ich mache immer so eine Analyse, und da kommt ganz klar raus bei ein paar: Vergiss Online-Dating, das wird nicht funktionieren für dich. Sie probieren es aber die ganze Zeit, und bei anderen sage ich, das macht absolut Sinn und die sind überglücklich damit. Coachst du da auch, wie so Profile ausschauen sollten, genau, wie die Fotos ausschauen, wie die Präsentation ausschauen sollte? Mache ich auch, ja. Es tragen sich auch viele bei mir bei der Homepage ein, weil sie gerne mal so eine Analyse hätten von ihrem aktuellen Dating-Profil. Dann analysiere ich das und gebe dann auch Verbesserungsvorschläge mit. Du bist ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer und hilfst vielen Menschen, glücklich zu werden. Wie legst du dein Geld an, Stefan? Wie lege ich mein Geld an? Was machst du mit der Kohle, die du verdienst? Die Antwort werde ich jetzt nicht glücklich machen. Gibst du alles aus für Frauen? Das zum Glück nicht, nein. Kryptowährungen finde ich sehr spannend. Spannend, ja. Was hast du im Portfolio? Ein sehr verschriebenes Thema. Früher hatte ich alles Mögliche, jetzt Bitcoin und Ethereum. Bin ein eiserner Halter, bin zum Glück sehr früh eingestiegen und habe auch guten Gewinn gemacht. Also ich bin eingestiegen. Bitcoin Halving nächstes Jahr im Frühjahr 2024. Glaubst du, wird der Preis durch die Decke gehen? Schau mal, ich bin gespannt. Also ich bin jetzt mit dem aktuellen Kurs mal sehr zufrieden, muss ich sagen. War natürlich auch schon mal viel besser. Wie gesagt, ich bin eingestiegen, da war der Preis bei 2000 Euro. Von dem her, für mich ist alles Gewinn, was da passiert, grundsätzlich. Sonst noch irgendwelche langweiligen Anlageformen, Vorsorgewohnung, Ansparplan auf dem S&P 500? Noch nicht tatsächlich. Es ist ein Thema, was ich so ein bisschen vor mir herschiebe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mir ist aber ganz klar, dass es irgendwann zum Thema Aktien und Immobilien kommen wird. Also
das ist, denke ich mal, sollte jeder erfolgreiche Unternehmer früher oder später sich damit beschäftigen, wird auch bei mir der Punkt kommen. Stefan, vielen Dank für dieses coole Gespräch. Du hast wirklich wertvolle Tipps gegeben, auch Dankeschön. Mir heute. Ja, ich hoffe, die Zuseher konnten irgendwas mitnehmen. Alles Gute weiterhin und ich freue mich jetzt schon auf ein Wiedersehen. Ich freue mich auch. Danke fürs Einladen, Florian. Liebe Zuseher, bleiben Sie gesund und investieren Sie smart.